Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die Nachtflüge in den ersten Januar bis April 2012 uns angesehen und festgestellt, dass die bisherigen Maßnahmen, die wir zu ins Auge gefasst worden sind, nämlich die Erhöhung der Gebühren, noch nicht dazu geeignet sind, die Anwohnerinnen und Anwohner in den betroffenen in betroffenen Teilen Bremens vor Nachtfluglärm zu schützen. Wir haben die Debatte, ob es etwas ist, was die Menschen, die an einem wirtschaftlichen, prosperierenden Bremen gelegen sind, gefälligst aushalten müssen, oder ob das Fluglärm des Nachts etwas ist, was man auch nach neuesten Erkenntnissen auf Dauer und nachhaltig unterbinden muss. Diese Debatte haben wir schon des Öfteren geführt. Ich will da jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Ich wähnte mich einig mit der größten Zahl der Abgeordneten, dass wir viel unternehmen müssen, um die Lärmbelästigung der Anwohnerinnen und Anwohner in der Nähe des Flughafens deutlich zu reduzieren und deren Nachtruhe zu gewährleisten. Und dazu ist unserer Meinung nach am besten geeignet ein achtstündiges Nachtflugverbot. Es hat auch in diesem Zusammenhang ein Urteil des, was war das für ein Gericht, im Zusammenhang mit dem Flughafen Frankfurt ein Urteil gegeben, dass dort die Rechte der Anwohnerinnen und Anwohner deutlich in den Vordergrund gestellt worden sind und ein sehr umfangreiches Nachtflugverbot ins Auge gefasst wird. Und ich finde, man kann es hier in Bremen auch machen. Wir beantragen erstens, ein achtstündiges Nachtflugverbot einzuführen. Wir werden sagen, dass bis zum Erlass eines solchen Verbotes die Gebühren zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nochmal erhöht werden. Und wir wollen auch, dass der Senat den Lärmschutzbereich und den Korridor im Zuge des Flughafen Bremens erweitert. Jetzt wissen wir, dass gerade an einer neuen Konzeption für Flughafen und für Nachtflugverbote gearbeitet wird. Von daher schlage ich Ihnen vor, dass wir das heute nicht in aller Ebene diskutieren, sondern ich würde Sie bitten, zuzustimmen, diesen Antrag in die Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen zu überführen und dort zu diskutieren, damit wir möglicherweise nicht Eulen nach Athen tragen, sondern dass wir uns vielleicht gemeinsam beraten, wie wir am besten die Anwohnerinnen und Anwohner in Umgebung des Flughafens vor Nachtfluglärm schützen. Und ich bitte Sie um die Zustimmung für diese Überweisung. Vielen Dank. Als nächster Redner